Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir haben einiges aufzuholen bei den Songs von Ju. Und ich würde sagen, wir starten heute einfach mit Goldene Haut. Goldene Haut, ich kann mich noch erinnern, einer meiner Lieblingssongs in den Märchenreihen, meiner Meinung nach. Ich habe ihn sehr genossen. Wobei, war der Märchen oder war der bei Halloween in Assozial? Ich bin mir gar nicht mal mehr so sicher, Leute. Aber Goldene Haut habe ich noch im Kopf, hatte so einen leichten orientalischen Vibe irgendwie. Habe ich auf jeden Fall sehr genossen. Schaut euch ja gerne mein Reaction nochmal zu an, falls ihr das sehen wollt. Jetzt haben wir die Vollversion. Ich bin sehr gespannt, Leute. Links im Original, wie immer in der Beschreibung. Wir hören rein. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe ihn auch lange nicht mehr gehört, fällt mir gerade an. Ich habe den Song lange nicht mehr gehört. Muss ich eigentlich, solche Lieder muss ich eigentlich viel, viel öfter hören einfach. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir schauen rein. Wir befinden uns wieder auf YouTube Music. Los geht's. Sonntag 15 Uhr, oh, ja. Ich chill allein in meiner Crib. Und brauch mal wieder meinen Sonntag 15 Uhr High Kick. Stimmt, das. Ah, stimmt, der war ja so gut. Und brauch mal wieder meinen Sonntag 15 Uhr High Kick. Sieben Flaschen seh ich, während ich da einfach sitz. Schweißperlen auf der Stirn, ja, auf einmal macht es Klick. Goldene Haut, dünner Hals, ihr Inneres als kalt. Auf der Straße kennt man viele, liegen auf Asphalt. Schon der. Ey, die Betonungen sind hier einfach so gut. Die Betonung ist so. Ich weiß nicht, was Vince da alles reingeknallt hat, aber Ju hört sich wirklich an wie ein anderer Mensch. Es ist kalt, auf der Straße kennt man viele, liegen auf Asphalt. Schon der fünfte knallt, voila, verlier meinen Halt. Der sechste wird mich, der siebte kommt mir durch meinen Hals. Bruder, bist richtiger Haiwan. Okay, das ist jetzt der Part von André. Man erzählt sich, bist ein wahrer Meister. Hab gehört, dass du niemals scheiterst. Und du schon als Baby übertrieben. Oh, in dem Hintergrund im Beat sind so leichte Stimmen drin, richtig geil. Und du schon als Baby übertrieben breit warst. Okay, alle wissen, sieben Flaschen gekillt. Immer am Machen, ja, weil ich halt niemals chill. Sie gegen sieben überwiegender Willen, ich hab den höher liegenden und übertriebenen Skill. Oh, der Flow war gut, ey, der Flow war gut, Leute. Hört, kommt nochmal zurück, kommt eine Runde zurück. Hört ihn euch an. Baby übertrieben breit warst. Hört zu. Okay. Sieben Flaschen gekillt. Ach. Immer am Machen, ja, weil ich halt niemals chill. Ja, ja. Sie gegen sieben überwiegender Willen. Ich hab den höher liegenden und übertriebenen Skill. Das war stark. Ich fahre meine Filme. Immer bereit für Schutz, egal wo ich bin. 100 Umdrehungen, da bin ich blind. Und geh in die Bar für ein paar eisgekühlte Drinks. Yeah. Sonntag 15 Uhr, chillt allein in seiner Crib. Braucht mal wieder seinen Sonntag 15 Uhr, High Kick. Sieben Flaschen sieht er während der Da hat Vince das kleine Schlitzohr, hat da wieder die ein oder andere Arbeit geleistet, ja, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzupäppeln, muss ich sagen. Also ich weiß, man muss wirklich dicke Shoutouts an Vince geben, der das alles so gut zusammenbastelt. Natürlich auch an alle anderen, die hier gesanglich irgendwie was dazu beigetragen haben, aber Vince ist wirklich der, der das alles zusammenpackt und sagt, perfekt, machen wir so. Sonntag 15 Uhr, High Kick. Sieben Flaschen sieht er, während der da einfach sitzt. Schweißperlen auf der Stirn, ja, auf einmal macht es Klick. Goldene Haut, dünner Hals, inneres ist kalt. Auf der Straße kennt man's, viele liegen auf Asphalt. Ey, das ist aber wirklich ein krasser Ohrwurm einfach. Schon der fünfte knallt, Baller verliert seinen Halt. Der sechste wird ihn, der siebte kommt ihm durch seinen Hals. Guck mal, wie dich alle. Boah, diesen Einstieg fand ich so gut mit diesem Guck mal. Der sechste wird ihn, der siebte kommt ihm durch seinen Hals. Guck mal, wie dich alle feiern, weil alle anderen Opfer sind daran gescheitert. Tu. Bruder, jetzt mal ohne Scheiß, Mann. Wie hast du geschafft? Gib doch zu, dass es nur drei waren. Papa, Papa, es waren eigentlich mehr. Hab ich dann auch noch mit zwei Halben gestärkt. Wie ich genau mach, kann ich dir nicht erklären. Aber kann dir garantieren, die finde ich dann ziemlich leer. So, dann schlag ich mich in Tankstellen durch und mach erstmal blau wie eine Manga-Frisur. Mein Kater kommt immer danach, mit Durst. Doch keine dieser Flaschen kommt am Abend zu kurz. Yeah. Oh, das war der neue Part. Der war stark. Der war stark. Das stimmt, das war dieses Märchen, wo er diese Flaschen gekillt hat. Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. Und brauch mal wieder meinen Sonntag 15 Uhr High Kick. Sieben Flaschen seh ich, während ich da einfach sitz. Schweißperlen auf der Stirn, ja, auf einmal macht es Klick. Goldene Haut, dünner Hals, ihr Inneres als kalt. Auf der Straße kennt man's, viele liegen auf Asphalt. Schon der fünfte knallt, voila, verlier meinen Halt. Der sechste wird mich, der siebte kommt mir durch meinen Hals. Oh, jetzt der Beat. Geil. Ey, das Ende war gut mit dem Beat. Leute, goldene Haut. Was ist der nächste, den wir haben? Ich weiß es nicht. Ist das Hand zum Glück? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, Freunde. Ey, Geile kommt auch bald. Von Ey, Geile habe ich schon eine Version gehört.
Aber eine Version, die nicht online kommt, eine andere Version. Erzähle ich euch in der Reaction dann. Auf jeden Fall, Freunde, das war Goldene Haut. Ich hatte ihn ein bisschen schlechter noch in Erinnerung. Der war hier nochmal ein bisschen besser, irgendwie, weil der Beat so schön war. Der Beat war so schön. Ist natürlich ein bisschen angelehnt an Mero so ein bisschen. Oder auch an irgendwelche orientalischen Rapper, keine Ahnung. Aber hat mir gut gefallen, also wirklich. Nochmal das zu hören, es ist ein krasser Ohrwurm. Der Beat ist wirklich nochmal stärker, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und der neue Part von Ju war sehr gut. Da war der Flow wirklich extrem stark. Also, Leute, ich weiß, ein bisschen kurz heute wieder, aber wir haben ja noch einiges nachzuholen, deswegen keine Sorge, kommen noch andere Videos. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit den Songs, welche noch alle kommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer, meine lieben Freunde, habt einen wunderbaren Tag und ciao.